Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Nikotin? Also diejenigen unter euch, die noch nie geraucht haben, die noch nie eine Zigarette angefasst haben oder Tabak, lasst es bleiben. Das Einzige, was es macht süchtig, es macht gierig nach mehr, aber es hat keinerlei psychoaktive Wirkung, es macht die Lunge kaputt, es stinkt, es kostet viel Geld. Es macht abhängig, und zwar ganz schön hardcore. Mehr hast du davon nicht. Wenn du es beim ersten Mal ausprobieren und eine Zigarette ziehst, hustest du wie ein Blöder, weil es die Lunge reizt wie blöd, und es wird dir schwindelig. Es wird dir so schwindelig, der Kreislauf sackt so zusammen, dass du die Zigarette ausmachst. Wenn man das alleine macht, ich habe das mit 16 alleine gemacht, habe ich mich erst einmal hingelegt und mich langsam herangetastet, eine ganze Zigarette rauchen zu können, ohne erstens zu husten und ohne, dass man schwindelig wird. Und zwar warum? Weil zu meiner Zeit gesagt wurde, Rauchen gehört zum Erwachsensein dazu. Das stimmt halt nicht. Ne? Nur schwache Geister rauchen. Es ist so. Wenn man dann aber am Rauchen ist, wenn man dann Raucher ist, ne? Irgendwann mal will man nicht mehr, weil es einfach nur teuer ist und eben weil es stinkt und weil es halt keine Wirkung hat, außer, dass man gierig ist. Und jedes Mal, wenn man sagt, hey, eine Zigarette beruhigt es nicht dich, sondern es beruhigt die Gier, die Zigarettengier, die Sucht, mehr nicht. Glaub's mir, das ist absoluter Blödsinn, mit sowas anzufangen. Jährlich gibt es da mehrere tausend Tote, die an Folgen von ihrem Tabakkonsum sterben. An Lungenkrebs, an Speiseröhrenkrebs. Die Leute, die sind so am Ende. Ja, das Belohnungszentrum ist halt da leider auch mal wieder mit Verursacher. Und dass unser Staat nicht wirklich was dagegen unternimmt. Also so ein bisschen, ja, mal die Werbung reduzieren. Tatsachen ist doch, wenn irgendwelche Drogen zurückgehen, gehen andere nach oben. Wenn jetzt junge Leute vermehrt Cannabis konsumieren, dann rauchen sie weniger Zigaretten und saufen weniger, da bin ich mir ganz sicher. Die Panik, die dann verbreitet wird, weil die Leute natürlich immer noch das Illegale im Kopf haben und diese Angst vor irgendeiner Gefahr, die gar nicht da ist, ist das irrational und treibt doch die jungen Leute noch mehr da rein. Statt dass man damit lässig umgeht, dann interessiert es gar nicht mehr so. Aber kriegt das mal in so einen verbohrten CDU-Kopf rein. Das Einzige, was da hilft, ist einfach mal die Grünen wählen. Bis dahin, peace out, Leute.